Am Morgen des 23. November gab es auf der B93 zwischen dem Tunnel in Mosel und der Ausfahrt nach Crimmitschau eine Vollsperrung. Grund dafür war ein Pkw Skoda, der aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen gekommen war und in die Mittelleitplanke prallte. Die 25-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Es kamen zwei Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 46 zum Einsatz. Wegen des Unfalls entstand ein mehrere Kilometer langer Stau. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.